Hallihallo, heute ist mir mal wieder was Komisches passiert. Mir passieren immer ganz komische Sachen. Und zwar, wisst ihr, in den Systemeinstellungen könnt ihr eurem Benutzer einstellen, dass der sich automatisch einloggen kann oder auch nicht. Ne? Dann gibt es die Anmeldeoption Passwort, automatische Anmeldung an oder aus. Folgendes war passiert: Ich hatte die mal auf ausgestellt, die automatische Anmeldung, so dass ich auch ohne Passwort reinkam, hatte ich gemacht, als ich mir diesen Rechner neu gekauft hatte. Dann habe ich gedacht, jetzt gibst du mal ein Passwort und schalte das wieder an. Ja, automatische Anmeldung wieder ausgemacht. Komischerweise war das zwar hier auf aus, aber trotzdem brauchte ich immer noch kein Passwort eingeben und das war ein bisschen eigenartig. Ja, komisch hier. Ja, wie das ändern? Erinnern wir noch mal was. So, heute komplett per Touchscreen. So, Terminal. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir geben erstmal ein ID. Enter. Dort seht ihr dann die Gruppen, in der euer Benutzer ist. Ich bin hier der Benutzer mit dem Namen TheRegRunner. Wofür wir das brauchen, sehen wir gleich. Damit der nicht in der Gruppe bei mir war die Nummer 119 No PassWD Login ist, müssen wir Folgendes eingeben. Sudo Leerzeichen del User Leerzeichen, dann der Benutzername TheRegRunner. Na? Leerzeichen. Und dann die Gruppe, wo wir raus wollen. In dem Fall No Pass WD Login. So, der ganze Spruch heißt sudo del user TheRegRunner, in dem Fall mein Benutzername. Ihr setzt euren ein und dann Leerzeichen No Pass WD Login. Und dann ist das wieder gut. Einmal Enter drücken und fertig. Gut. Wer sich jetzt hier wundert, was ich hier überhaupt hier für ein komisches System habe, das ist ein Ubuntu 12.10 mit GNOME Classic und einem GNOME Panel, das ich mit Alt-Rechtsklick-Eigenschaften nach rechts verschoben habe. Das ist also kein Unity Launcher, sondern das gute alte GNOME Classic, wie man hier vielleicht sehen kann. Zu meinem Touchscreen noch. Ich habe mittlerweile den Nautilus rausgeschmissen, habe ich den installiert und habe stattdessen Dolphin verwendet. Kann ich hier wunderbar verwenden. Klappt prima. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.